Ja, komm, dann zeig den Leuten das auch mal von nahen. Komm. Hey, komm. Na, komm, komm, komm mal mit. Dann ist es bei mir jetzt aber nicht mehr das erste Mal. Die Leute wollen auch wissen, was wir gleich machen im Anschluss, weil der liebe Dave ist zu Besuch. Dann erzähl das erstmal. Für die Leute, die den Dave nicht kennen, Indigo Dave unter Instagram zu finden, fuhr vor eine M107. Ja, mega geil. Ja, was machen wir bei dir? Ja, am besten direkt mal zeigen, ja. Ein Gabelservice. Ein Gabelservice. Ein Service. Ja, hier sieht man es schon. Ah, ist ein bisschen schmierig die da. Die sifft ordentlich raus. Ich glaube, von der Seite sehen wir das gut. Ja, kann man auf jeden Fall die Rückstände sehen. Ja, vielleicht ein bisschen. Ja. Ja, so gut. Deswegen dichten wir heute die Gabel ab. Ne? Neue Simmerringe habe ich. Ha, ist der Karton. Was ist das denn? Das, lieber Mike, ist ein Gabelsimmering-Eintreiber. Was für ein Eintreiber? 48 mm. Genau. Was machst du hiermit? Kommt hier auf deinen Kopf. Nee, aber was machst du hiermit? Zeig ich dir. Pack mal aus hier den Driss. Das sieht ja so geil aus. Kurz in den Gabelwagen. Ja, genau. Warte mal. Wir können von Mike die Gabel nehmen. Lieberweise nehmen wir jetzt mal den von Mike hier. Genau. Hau mal hin, den Rotz. Jetzt brauche ich den auch nicht, Mike. Jetzt kannst du wieder eintüten. Hä? Lol. So, der Dave zeigt euch das direkt mal. Jetzt muss er hingucken, Mike. Geht dann zusammen Steckchen. Genau. Und dann prügelst du es rein. Ach, damit du das Ding halt irgendwie da richtig reingekriegst. Genau, weil wie erinnerst du dich noch an deine SMC? Ja. Damals haben wir immer hier mit einem Schraubendreher drauf gekloppt und da war total behindert. Aber das ist auch ein neues Ding von dir, oder hast du es? Hab ich neu gekauft. Extra für den Dave. Ja, aber brauche ich öfters mal. Ja, spätestens bei meiner wieder. Weil das sind alles 48er Millimeter Gabeln und das sind extra 48 Millimeter. Ja, es passt schon. Genau, komm noch mal eben kurz die Farbe. Nur mal kurz die Farbe. Farbe? Ja, vom Rahmen. Ja, also Rahmen sieht man ja, kommen wir jetzt ins Licht, dann sieht man so ein bisschen was besser. Das ist ja eben so eigentlich so Signalrot, so schon deftiges Rot halt. Komm mal still. Und die Schwinge halt eben ganz F. Schwarz, ein richtiges ja, gut, Schwarz. Das interessiert jetzt wieder auch keinen. Und das war's auch eigentlich. Genau, aber das wird dann jetzt hoffentlich nächste Woche auf meinem Kanal wieder folgen. Hast du Bock, Niklas? Wie dass ich vorher auch die Motor gemeinsam noch zu machen? Das dachte ich mir. Perfekt. Alles klar, ich lasse euch jetzt alleine. Ich nehme jetzt meine Schwinge mit. Tschüss. Tschüss. Okay. Okay. Ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal die Gabel aus. Ist, glaube ich, ein bisschen uninteressant. Wir sehen uns gleich wieder. Easy. So, sollen wir uns einmal die Gabel angucken. Gucken wir uns mal die Gabel an. Mein Mann, ich glaube, wir legen die einmal hier drauf oder so. So, ich würde sagen, ich stelle euch mal an Seite. Und dann verfolgt ihr das alles so ein bisschen, weil wir da, glaube ich, nicht so die Zeit für haben, um da richtig drauf einzugehen. Generell. Ach! Der Dave hat nicht so viel Ahnung von dem Simmeringwechsel und ich mache es jetzt auch das zweite Mal erst. Deswegen werden wir uns da ein bisschen eher darauf fixieren, das vernünftig zu machen. Und ja, hin und wieder können wir mal was erklären, wenn es passt. Ne? Ja. Machen wir. So, wir brauchen erstmal eine Auffangschale. Wo war das alte Teil rein? Drehen wir mal auf. Lassen wir das Öl raus. Gucken wir mal, was. Oh, ist aber noch. Hey, es ist sogar noch Öl drin. Auch schön hell. Das klingt für mich schon ganz danach, als ob da wirklich mal ein Service gemacht worden ist. Hier unten das Kettchen abmachen. Knarre. Ah, wo wir gerade dabei sind. Du kennst vielleicht noch nicht die schöne Knarre, ne? Digga, ich hab's eben gesehen. Viele Leute fragen mich immer, was das überhaupt für eine Knarre ist. Also, das ist eine Knarre von der Firma Farcon. Gibt es in eigenen Größen, 1/4 Zoll, 3/8 Zoll, 1/2 Zoll. Also da gibt es in eigenen Größen auf jeden Fall was. Und ich bin auf jeden Fall mega zufrieden damit. Macht auf jeden Fall ihre Dienste gut. Ja. Und dann Öl noch rauskommt, Alter. Heftiger Scheiß. Jetzt mal eben fest. Bisschen stabil.
kann mir gut vorstellen, dass da einfach ein Sprengring drin ist. Dass er deswegen dann da nicht raus ist. Da ist ein Sprengring, siehst du? Ja, gibt es denn noch ein zweites? Also ich glaube, den neu gekauft werden dann, ja. So ein komplettes Set ist das. Das Problem war, den hier haben wir nicht rausbekommen. Wir haben die ganze Zeit versucht, mit der Knarre im Werkstattbuch stand, nicht mit dem Schlagschrauber machen. Keine Ahnung, warum das jetzt ging. Wir haben es jetzt mit dem Schlagschrauber mal versucht und siehe da, auf einmal geht's. Ja. Der muss auf jeden Fall raus, damit wir hier, können wir jetzt einmal rausholen, den Kollegen rauskriegen. Aber am besten mal die Wanne, glaube ich, noch drunter. Ich glaube, da kommt gleich wieder eine ganze Suppe da raus hier. So. Das Problem ist, er hier sitzt genau im Holm drin und er ist mit ihm verbunden. So. Aber ihn konnte man nicht festhalten. Das heißt, man musste irgendwie entweder hier Druck drauf geben oder halt hier einmal rasch einmal lösen. Ne? Das war jetzt das eigentliche Problem. So, das legen wir erstmal an die Seite. So. Jetzt machen wir hier warm. Und dann können wir hoffentlich ganz mal den Holm rausziehen. Das, was wir hier gemacht haben, das war nicht notwendig, um den Simmerring hier zu tauschen. Das heißt, wir haben das einfach jetzt so noch gemacht, rein theoretisch. Ja, komplett zerlegt. Genau, wir haben es einfach komplett zerlegt. Wieso? Wir haben es getan. Generell einfach mal zu sehen, wie es auch überhaupt aufgebaut, ne? Ja. Das interessiert mich auf jeden Fall auch schon mal mega. Ja, wir werden jetzt auf jeden Fall hier ein bisschen warm machen, genau hier. Und dann einmal mit Ruck einmal runterziehen. Genau, hältst du fest? Jo. So, sollen wir mal probieren. Oh, hältst du fest hier? Da ist er. Oh, da shit. Ist er. Ja, voll ist heiß. Ach so? Echt? Das ist heiß? Das ist uns die Staubmanschette, also das hier hinter, bei der Simmerring spricht. Das hier. Na, nicht wundern. Dann würde ich sagen, geht's weiter, ne? Guck mal, yeah. Die haben wir neu, das haben wir neu, das haben wir neu. Guck mal, fast alles neu. Geil. Womit fangen wir an? Wir fangen mit der Staubmanschette an, die muss erst drauf. So. Staubmanschette sieht so aus. Ihr habt hier oben einen flachen Bund drauf, damit die Nare auch wirklich schön drauf sitzt. Vorher müssen wir auch hier nochmal die Lagerschale runternehmen. So. Die hätten wir. Das finde ich nicht so gut. Hier machen wir auf jeden Fall irgendwas rein, irgendwie Klebeband oder so, damit wir hier nicht diese Kante haben. Weil wenn wir den da drüber ziehen, ja, eine gute Isolierwand, damit wir hier diese Kante nicht haben. Ich glaube, der Dave filmt jetzt einfach mal. Ich filme jetzt einfach mal. Genau. Also, ja, wir haben hier. Genau, wir haben hier diese Kante und da wollen wir nicht mit der Staubmanschette so drüber. Weil wenn wir jetzt so hier da drüber rutschen, dann drückt das hier so rein und beschädigt hier drin die Lippe und das wollen wir nicht. Deswegen machen wir es mal einfach. Und kleben da mal Isolierband drüber. Ha! Jawohl. So. Direkt viel besser drüber. Ist der Sprengring? Ne? Lecker. Ja, mal direkt von außen. Auch gleich gut reinflutscht. Schön langsam in einem Drehbewegung rüber. Paff, da ist er drauf. Jetzt kommt die Auflagescheibe. Beziehungsweise auch Trägerscheibe genannt. So, das heißt, wir haben Staubmanschette, Sprengring, Wellendichtring, Trägerscheibe. Und dann kommt zu guter Letzt. Hier ist zu beachten, wir haben hier ein Graphitlager.
mit dran. Ja, siehst du das hier? Das müsste sogar fit sein. Will ich jetzt nicht behaupten, dass es wirklich Graphit ist, aber... Was wäre der Vorteil davon? Ist ein Lager. Ganz normal Lagerfähigkeit. Deswegen ist es auch hier mit einem Sprengring. Was heißt Sprengring? Der ist gespreizt. Also das wird wahrscheinlich dazu sein, damit du die Gabel auch wirklich so drehen kannst permanent. Ja, damit das nicht die ganze Zeit irgendwo drauf hängt. So. So. Das sieht schick aus. Ja, dann machen wir das. Würde ich sagen, machen wir jetzt hier warm. So, jetzt kommt das tolle Werkzeug zum Einsatz. So, viele reißen das Ding ja hoch, aber ich bin da nicht so der Meinung von. Jetzt den Sprengring da reinmachen. Ganz alte Schnodder noch mit von oben. Ja. 510 Milliliter. 510? Ich meine schon. Ich habe 843 echt? Oder sowas gelesen. Ja gut, warte mal, das war jetzt gerade für eine Husqvarna. Müssen wir gleich nochmal gucken. So, schieben. Also wie das alles aufgebaut ist, wie das funktioniert, kann ich euch selber nicht sagen. Auch mit Einstellungen und so. So, der Dave hat nachgeguckt. 618 Milliliter bei der Gabel hier. Baujahr 2012. KTM EXC 450. Wie gesagt, Angaben alle ohne Gewähr. Immer. Aber wir haben, wie gesagt, gerade nachgeguckt im Handbuch extra. Deswegen. Den hier vorsichtig wieder rein. War der auf Anschlag? Der wird auf Anschlag gedreht, ja. So, der Dev kann eigentlich wieder filmen, der nimmt jetzt wieder die Hände frei. Kannst du nicht so anpacken. Ist nicht schlimm. Ja? Klar. Mann. Der Bremsenreiniger, kann man schön mit sauber machen nachher. Schön. So, warte mal. 2,24er braucht man noch für einen. Uno, dos, tres. Hier ziehen wir zurück. Die Feder schön zurückziehen, dann können wir hier oben mit dem Maul dran. Und dann ziehen wir den jetzt hier schön fest. So, wechseln. Was zurückziehen und wo mit dem Maul dran? Zeige ich dir jetzt nochmal. Hier die Feder zurückziehen, damit wir hier an die Mutter kommen. So, dann haben wir hier das befestigt. Also dann können wir hier festhalten und dann können wir hier ganz normal den Deckel sozusagen drauf drehen. Ne? Also ich würde euch das ja alles gerne erklären, was wofür da ist. Aber wie gesagt, da ist mein Latein leider auch schon zu Ende. Das weiß ich nämlich leider auch nicht. So, jetzt geht's dann befüllen. Jo. 618 Milliliter. Und sagen, passt? Ich sag, passt. Wunderbar. Machen wir so. Andere Leute würden jetzt sagen, ja, was mit der anderen Gabel? Der Dave wird auf jeden Fall in naher Zukunft bei der anderen Gabel auch nochmal Öl besorgen. Und dann werden wir auf der anderen Gabel dasselbe Öl reinfüllen. Ich glaube, das werde ich bei meiner jetzt auch machen. Ich dachte, das ist mein Magen, der gerade so knurrt. Ich dachte, das ist auch sehr deiner. So, jetzt müssen wir ein bisschen kippen, damit ich den Messbecher auch richtig leer bekomme. Ohne Scheiß, mein Magen hat gerade echt so ein bisschen... Hört man das? Ja, ohne Scheiß, legit, ich dachte, das ist mein Magen. Es hat in dem Moment auch bei mir so einen Magen so gegrohlt, ne? So, okay. Und dann habe ich nur gedacht, das ist nie im Leben mein Magen. Mein Magen ist es nicht, muss Niklas sagen. Ja. Und sagen, dann machen wir jetzt eben einen Cut, bauen das gleich alles hier schön wieder zusammen. Wie gesagt, müssen wir nachher einfach nur hier oben zusammendrehen, mehr ist das nicht. Dann einmal entlüften und dann sehen wir uns gleich wieder. Da ist das Ding. Da ist das Ding. So. Oh, 17. Da, 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 da.
das war es auf jeden Fall dazu, Dave, würde ich sagen. Komm doch mal ran hier, Mann. Ah, so fährst du jetzt? Ja. Cool. Ja. Und, bist du zufrieden? Das wird sich gleich zeigen, wenn die Gabel dicht ist, bin ich das. Aber guck mal, jetzt, zumindest jetzt ist auf jeden Fall noch alles dicht. Ne? Also würde ich sagen, viel falsch gemacht haben wir auf jeden Fall schon mal nicht. Ne, das stimmt. Ja, also, ist alles zusammen. Ich denke mal, in den nächsten Tagen, wenn das nächste Video nach dem hier nochmal hochkommt, werde ich auf jeden Fall nochmal ein kleines Feedback darüber halten. Wird der Dave mir wahrscheinlich nochmal Bescheid geben, ob das soweit alles dicht ist. Yo. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. Ein Abo auch. Checkt den lieben Indigo Dave mal ab auf Instagram. Mega geiler Typ, wirklich mega geil, ohne Scheiß. Bewundernswert, wie er mit der MT damals gefahren ist. Ja, das war ein Zeichen. Bin jetzt gespannt, wie du mit der EXC abgehst. Ist schon heftig, glaube ich. Ich denke, das nächste Video dauert noch ein bisschen. Wobei, nö, stimmt gar nicht. Ich habe eigentlich noch genug was zu tun. So, ich habe eigentlich noch genug zu tun. Es gibt immer was zu tun. Ja, doch, nee, ich habe noch was. Ihr werdet sehen im nächsten Video. Haut rein. Ciao. So, ich habe die Gabel jetzt mal ordentlich getestet, ein paar Wheelies gepoppt, ein bisschen Offroad gefahren. Und ja, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber es ist auf jeden Fall alles dicht, kein Öl. Shoutout Niklas Wetterhahn.